Herr Professor Masserat, der wissenschaftliche Beirat von ATTAC hat sich genötigt gesehen, eine Erklärung zu veröffentlichen, in der sie einerseits die Ausweitung der Kriegspolitik der USA, Frankreich und Großbritannien auf dem syrischen Territorium verurteilen, andererseits aber auch die Zustimmung der deutschen Bundeskanzlerin. Also was ist für Sie daran kritikwürdig? Kritikwürdig ist, dass die kriegerische Handlung der drei Staaten erstens so völkerrechtswidrig ist, zweitens ist es ein Angriffskrieg, drittens ist der Kriegsgrund eine bloße Spekulation über das syrische Regime von Bashar al-Assad. Dieses Regime sei schuld an der Anwendung von Chlorgas. All das zusammen widerspricht jeglicher moralischer Einstellung, jeglichem Anstand und vor allen Dingen widerspricht dem deutschen Grundgesetz. Deswegen haben wir auch die Bundesregierung ganz scharf kritisiert, weil die Bundesregierung praktisch diese Kriegshandlung unterstützt hat, moralisch unterstützt hat. Und wir wissen, dass auch militärisch die Bundesregierung indirekt beteiligt ist am Syrienkrieg durch Verfügbarmachung der AWACS-Flugzeuge. Mhm. Aber glaubt man den USA und ihren Verbündeten, scheinen die ja Beweise für eine Chemieattacke in Douma zu haben? Ja, wenn sie solche Beweise haben, erstens müssen sie sie vorlegen und nicht sagen, die haben Beweise. Zweitens müsste das untersucht werden von einem internationalen Gremium. Und wir haben ja ein UN-Gremium dafür, das gar nicht in der Lage war, rechtzeitig dort anzukommen, zu untersuchen. Man hat die Untersuchung überhaupt nicht abgewartet. Außerdem gibt es ein Völkerrecht und dieses Völkerrecht schreibt vor, dass solche Attacken, solche Handlungen, Kriegshandlungen von UN-Sicherheitsrat beschlossen werden müssen, sofern UN-Charta in gravierend verletzt ist. All das ist nicht geschehen. Von daher haben wir im Geist der deutschen Friedensbewegung handeln wollen und auch müssen. Die Friedensbewegung, die deutsche Friedensbewegung ist strikt gegen jegliche Form von Angriffskriege und gegen die Verletzung des Völkerrechts. Sie zitieren in Ihrer Erklärung auch den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen. Der hat gesagt, die Übertragung der rechtsstaatlichen, innerstaatlichen Grundsätze, Unschuldsvermutung mit gerichtlichem Verfahren auf die zwischenstaatlichen Beziehungen ist wirklich Unsinn. Was erwidern Sie auf solche Kommentare? Das würde bedeuten, dass wir das Völkerrecht nicht akzeptieren, nicht für gültig halten. Denn Völkerrecht ist Ausdruck des rechtsstaatlichen Gedankens auf internationalen Ebene und regelt die Beziehung der Staaten zueinander, um zu verhindern, dass der stärkere Staat nicht willkürlich selbst entscheidet, selbst richtet, selbst handelt, selbst urteilt und dann auch noch selbst das Urteil umsetzt. Das ist durch das Völkerrecht geregelt. Insofern folgt Herr Röttgen dem Prinzip des kolonialistischen Verständnisses von der Vereinbarung von Demokratie auf der einen Seite und koloniale Verletzung der Menschenrechte, koloniale Unterjochung der Völker auf der anderen Seite. Das ist ein mittelalterliches Verständnis von Herrn Röttgen. Dieses Verständnis lehnen wir ebenso ab. Was bedeutet so eine Haltung für oder die Haltung der Bundesregierung im Fall Skripal? Das Gleiche im Prinzip. Die Bundesregierung
hätte sich zurückhalten müssen. Das hat sie nicht. Außenminister Maas hat zu schnell die Position Großbritanniens übernommen, hat nicht auf Untersuchungsergebnisse gewartet, hat einfach behauptet, die Indizien oder die Beweise sind so eindeutig, die Öffentlichkeit hat ein Anrecht darauf, diese Beweise kennenzulernen. Ein Minister kann nicht einfach von behaupten, es gäbe Beweise, ohne diese Beweise vorzulegen. Bei so einer so wichtigen Angelegenheit hat jeder Politiker die Pflicht, das, was er an Beweise hält, auch der Öffentlichkeit bekannt zu geben. Wie glaubwürdig muss eigentlich eine Regierung überhaupt noch sein, die so handelt, als wären die Menschen, als wären die Bürger, ja, wie blinde Esel, die alles hinnehmen und alles glauben müssen, was die Regierung sagt. Was erwarten Sie oder was fordern Sie also von der Bundesregierung noch? Ich persönlich bin der Meinung, dass die Bundesregierung solche Handlungen unterlässt, dass die Bundesregierung ihre Beteiligung an Syrienkrieg in jeglicher Form sofort abstellt. Dazu gehört, dass die deutschen AWACS-Flugzeuge zurückbeordert werden müssen. Darüber hinaus müsste die deutsche Bundesregierung in solchen Angelegenheiten zuallererst versuchen zu vermitteln, dass die Konflikte im Mittleren und Nahen Osten, die permanent seit Jahren und Monaten geschürt werden, dass diese Konflikte nicht an den Rand eines heißen Krieges zwischen den beiden Supermächten gelangen und dass man alles unterlässt, zur Verschärfung dieses Krieges beizutragen, dafür sorgt, dass endlich in Syrien, in Genfer Syrien-Konferenz zum Beispiel, die Kriegsparteien zusammenkommen und politisch eine Lösung finden. Bei jedem Versuch, die Genfer Konferenz einzuberufen und politische Dialoge, politische Gespräche zu führen. Bei jedem dieser Versuche sind die extremistischen Rebellen gewesen, die als Syrien-Opposition an den Verhandlungen indirekt oder direkt beteiligt sind, die aber Bedingungen formulieren und fordern, dass Bashar al-Assad, der gewählte syrische Präsident, nicht Verhandlungspartner sein kann. Mit einer solchen Forderung haben extremistische Rebellen seit Jahren ein Gespräch, ein Friedensgespräch, einen Weg blockiert, der vielleicht dazu führen kann, dass in Syrien freie Wahlen stattfinden und durch freie Wahl unter internationaler Beobachtung eine Regierung gewählt wird, die niemand in Zweifel stellen kann und damit der Bürgerkrieg auch ein Ende findet. Herr Sterz,